Ja, so, und da geht's auch schon weiter mit Nibiru. Wir haben hier den Kleiderschrank haben wir zerstört, das Fenster haben wir auch kaputt gemacht und hier mal eben das Seil rangebunden, damit wir gleich fast gefahrlos da aus dem Fenster steigen können, um mal zu gucken, was jetzt mit der guten Frau los ist. Kann ja nicht sein, dass sie uns hier einfach da die Tür nicht aufmacht. Da muss also irgendwas im Busch sein. Und das finden wir jetzt auch raus. Oder wollen es rausfinden. Und wagen wir uns doch einfach mal nach draußen. So. Ah. Au. Ja, wir haben eine von Latz gekriegt. Und sind wohl ohnmächtig. Jawohl. Hier sieht's ja aus. Was ist passiert? Ich habe furchtbares Schädeldröhnen. Ich fühle mich nicht wirklich wohl hierbei. Und was hat dieses ganze Durcheinander zu bedeuten? Ja. Frühjahrsputz? Also ich räume immer so auf. Er bekommt kein Signal. Okay. Tisch. Einige leere Blätter und eine halbvolle Tasse Kaffee. Halbvoll, er ist immerhin ein Optimist. Eine Handtasche. Oh, guck, was drin ist. Ich sehe mal hinein. Was haben wir da? Ein Ausweis. Barboras Ausweis. Barbora Kanska. ID 87, Städtisches Zentralarchiv. Haben wir hier noch irgendwie was, was wir benutzen können, brauchen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Bücherschrank. Ich habe keine Zeit, diese Bücher durchzusehen. Na, warum denn nicht? Computer. Ah, den gucken wir uns aber später mal an. Oder jetzt. Je nachdem. Ist ja jetzt egal. Vielleicht hat jemand versucht, auf die Daten zuzugreifen. Allerdings scheint der Versuch erfolglos gewesen zu sein. Ja, Passwort geschützt. Also, wenn wir das Passwort haben, können wir es natürlich hier über die normale Tastatur mit eingeben. Ne? Einfach mal hier, keine Ahnung, was schreibe ich? Hallo. Das geht nicht. So, also, wir brauchen das Passwort. So, und dann schauen wir mal. Tür. Also, ich mache das jetzt Aktenzeichen XY-mäßig. Oh mein Gott. Sie ist tot. Was ist hier bloß passiert? Oh, da stimmt doch was nicht. Naja, okay. Ist sie wirklich tot? Warum wurde sie umgebracht? Was konnte sie gewusst haben, das so wichtig ist? Weiß ich nicht. Waschbecken. Am unteren Rand klebt etwas Blut. Der Mörder muss sich hier die Hände gewaschen haben. Pervers. Er macht die da kalt. So, die liegt da dann halt so tot in der Wanne, wie jetzt auch. Geht dann hier rüber zum Waschbecken und wäscht sich erstmal in Seelenruhe die Hände. Nicht schlecht. Oh Mann. Ja, was haben wir hier noch? Eine Kitty. Die gucken wir uns mal genauer an. Auf dem Halsband steht Felix. Felix. Katze hier nochmal. Nee, nix, keine Katze. Okay. Ja. Hier ist nichts weiter, gehen wir wieder raus. So. Wir haben ja hier nichts weiter gefunden, was wir da als Passwort nehmen könnten. Also bleibt ja wirklich nur die Katze. Also ich habe beim ersten Mal spielen, habe ich das auch.
Also ich bin nicht drauf gekommen. Also ich habe ewig gebraucht. Was habe ich da alles eingegeben? Ich glaube, ich habe Prag eingegeben, Böhmen, Nibiru, alles Mögliche. Alles, was mir in den Kopf kam, habe ich da eingegeben, aber es war falsch. Aber das richtige Passwort ist Felix. Wie jetzt? Ah, okay. Ich hätte es klein schreiben müssen von Anfang an. Naja. Das ist sie. Das ist die Akte. Ja, Westböhm. Ich hab's gefunden. Oh oh. Oh oh oh. Hast du Neuigkeiten, Martin? Die allerschlimmsten, befürchte ich. Und es scheint alles noch schlimmer zu werden. Was ist denn los bei dir? Die Polizei ist los. Ich muss schnell sprechen, also hör mir genau zu. Als ich endlich in der Wohnung war, hat mich jemand K.O. geschlagen, bevor ich mich umsehen konnte. Ich bin erst vor kurzem wieder zu mir gekommen und dann fand ich Barbora in der Badewanne. Sie ist tot. Was? Ja. Wie schrecklich. Okay, hör mir genau zu. Du kannst jetzt nicht viel machen, außer schnellstens zu verschwinden. Definitiv. Ich habe den Standort des Tunnelkomplexes im Computer gefunden. Aber eine Genehmigung zu erhalten, dürfte ein Problem werden. Ich werde mir dafür was überlegen. Lass dich jetzt nicht ablenken und verlass sofort die Wohnung. Sie dürfen dich nicht dort finden. Unser gesamter Plan wäre verloren. Du hast recht. Ich melde mich wieder, wenn die Dinge sich etwas abgekühlt haben. Sie sind hier. Okay, ja, dann machen wir. Ich möchte der Polizei im Gang nicht in die Arme laufen. Naja, ich habe wohl keine andere Wahl, als durch das Fenster zu verschwinden. Jawohl, also raus da. Ah, jetzt sind sie in der Wohnung. Die Tür stand auf. Und wir fahren ganz gelassen mit dem Fahrstuhl nach unten. So, weiter geht's. Hier hatte ich eben ein kleines technisches Problem. Aber ich hoffe, das ist jetzt behoben. Gut, wir sind jetzt da raus und sehen zu, dass wir jetzt hier wegkommen. Ich bin zu dem Gebäude gegangen, wo Barbora arbeitete. Städtisches Zentralarchiv. Ui, schön hier. Martin hier. Himmel, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ja, ja. Warum hast du nicht früher angerufen? Es ging nicht früher. Ich bin nur haarscharf einer Festnahme entkommen. Und wo bist du jetzt überhaupt? Ich bin geradewegs zum Zentralarchiv gegangen, wo Barbora gearbeitet hat. Das schien mir am klügsten zu sein. Gute Idee. Ihr Tod ist so ein Schock für mich. Einfach schrecklich. Aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich konnte die Sachen, die sie mir geben sollte, nicht in ihrer Wohnung finden. Wie komme ich denn jetzt an eine Genehmigung, um den Komplex zu betreten? Ich kann doch nicht einfach hingehen und hineinmarschieren. Definitiv nicht. Mir wurde gesagt, dass die Fundstätte jetzt vom Militär bewacht wird, weil dort ein paar alte Minen aus dem Krieg gefunden wurden. Eine Genehmigung ist jetzt unumgänglich. Leider kann ich dir dabei von hier aus überhaupt nicht helfen. Du wirst auf jeden Fall einen Bericht über die Entdeckung brauchen. Damit gehst du dann zum Staatlichen Institut für historische Denkmalpflege und lässt dir eine neue Genehmigung ausstellen. Das wird allerdings nicht so einfach sein. Ich habe keinerlei Material für so einen Bericht. Sieh in Barboras Büro nach, ob du dort findest, was du brauchst. Vielleicht fällt dir sogar die Genehmigung in die Hände, die sie dir ursprünglich geben sollte. Für den Rest bist du jetzt auf dich allein gestellt, Martin. Viel Glück. Danke. Ich melde mich, wenn ich Neuigkeiten habe. Okay. Marschieren wir da mal rein. Mal rein da. Pförtner. Verzeihung, wo wollen Sie bitte hin? Haben Sie einen Besucherausweis? Nö. Nein, ich fürchte, ich habe keinen. Nun, haben Sie denn einen Termin? Naja, nicht direkt. In dem Fall kann ich Sie nicht reinlassen. Nur Angestellte dürfen rein. Ohne Ausnahme. Ich verstehe. Und würden Sie bitte ein wenig zurücktreten?
Es ist nicht das, was Sie denken. Ich bin hier, um eine Freundin zu besuchen. Wir haben einen Termin vereinbart. Auf meiner Liste für heute stehen keine Besuche. Bei uns funktioniert das nämlich so. Jeder Besuch muss im Voraus angekündigt werden. Und wer ist überhaupt diese Person, die Sie besuchen wollen? Barbora Kanska. Ich soll in Ihrem Büro auf Sie warten. Sie gab mir sogar Ihren Ausweis für den Fall, dass ich früher als Sie hier bin. Dann lassen Sie mich mal den Ausweis sehen. Damit ist alles in Ordnung. Aber ich werde Sie trotzdem nicht reinlassen. Etwas gefällt mir an der Sache nämlich nicht. Was soll ich also Ihrer Meinung nach tun? Wie ich schon sagte, jeder Besuch muss im Voraus angekündigt werden. Vereinbaren Sie einen offiziellen Termin. Aber da Frau Kanska nicht hier ist, kann ich das nicht machen. So sind die Regeln. Sie können hier auf Sie warten. Und wenn das alles war, würde ich jetzt gern mein Kreuzworträtsel weiterlösen. Natürlich. Nee. Okay. Einfach weiterlaufen. Er wird mich nicht reinlassen. Nee, ich denke auch nicht. Dann müssen wir wieder raus. Fragen wir den Opi da mal. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht kann er mich nicht hören. Er ruht sich aus. Ja, gut. Zum Park. Verlassen. Das Bürogebäude. Bettler. Er schläft tief und fest und wird deshalb auch nicht mit mir reden. Gucken wir weiter. Ein Kiosk. Unterführung. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Ui. Verdammt! Was war das? Weißt du denn nicht, wie gefährlich das ist? Ich meine, mit diesen Dingern auf Menschen zu zielen. Nein, nicht wirklich. Es geht ihnen doch gut, oder? Ja, aber... Sehen Sie! Wer hat dir denn überhaupt diese Knallfrösche gegeben? Mein Papa. Oh, komm schon. Ja, okay, es war mein Bruder. Eigentlich weiß er gar nicht, dass ich sie mir ausgeliehen habe. Boah, komm runter. Hör mal, warum gibst du sie nicht mir? Nö, warum sollte ich? Wie wär's, wenn ich dir dafür etwas anderes gebe? Etwas anderes? Zum Beispiel? Ich weiß nicht. Magst du Kaugummi? Kein Interesse. Da müssen Sie sich schon was Ausgefalleneres überlegen. Ich werde mir etwas überlegen. Aber hör mit dem Werfen auf, okay? Okay. Ich werde eine Weile hier warten. Ja, und wir werden auch warten, denn, die Zeit ist schon wieder rum. Aber das soll nicht so das Problem sein. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder und bis dahin, ciao, macht's gut, bis dann.